Das wird dann auch wieder eher so ein kurzes Ding, so wie mein Penis. Und damit auch ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leider ist ja letzte Woche das Video ausgefallen. Das lag aufgrund einer defekten, beziehungsweise zwei defekten Festplatten daran, dass kein Video gekommen ist. Und ja, einiges am Videomaterial ist leider auch abhanden gekommen dadurch. Aber wie ihr im Hintergrund seht, es war wie jede Woche am Samstag 4 Stunden lang Mondlicht-Schatztruhen-Event. Davor kann man 4 Stunden lang das Robin-Siegel droppen. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Bin ich denn ab ins SD3 gegangen? Dickes Dankeschön auch nochmal hier an Kazuko. Twitch-Link ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Der hat mir nämlich ein bisschen Equipment geliehen, sodass ich da in Ruhe ziehen konnte. Ich habe die 4 Stunden, beziehungsweise 3 Stunden, habe ich im Prinzip meine Kammer gesaved. Das war eine Spawn-Kammer im SD3. Und ja, da konnte ich dann im Prinzip die Kammer 3 Stunden lang absichern. Das hat sich tatsächlich als Nachteil herausgestellt. Denn der Respawn, meine Güte, leichte Versprecher heute, der Respawn dauert ca. 1 Minute 30 und das ist deutlich zu lange. In dieser 1 Minute 30 kann man safe 2 weitere Räume cleanen und kann dann auch wieder zurück. Doof ist natürlich, dass man natürlich nicht nur alleine ist, sondern auch andere Leute mit dabei sind. Andere Leute auch Mondlichtschatztruhen dort farmen und deswegen war es nicht möglich, jeden Raum zu ziehen. Aber die Veränderung war doch ganz klar ersichtlich. Die ersten 3 Stunden habe ich ungefähr 3000 Mundis gefarmt und in der letzten Stunde habe ich nochmal 1400 Mundis gefarmt, trotz dass mein Doppeldrop-Handschuh abgelaufen ist. Das zeigt mir natürlich deutlich, dass es sich mehr lohnt, hier weiterzugehen, beziehungsweise bei dem Event einfach durchzulaufen. Ja, insgesamt sind es denn 4850 Mundis circa geworden. 400 Mundis habe ich noch geschenkt bekommen von dem lieben Pains. Liebe Grüße geht da auf jeden Fall auch nochmal raus. Ich habe nämlich seine Charmy denn gelevelt nach 24 Uhr und ja, als kleines Dankeschön sind da nochmal 400 Mundis rüber geflogen. Soweit Level 50, definitiv nicht das beste Level dafür. Sollte man eher so auf den Bereich Level 55 gehen. Ich denke, damit wird man dann glücklicher. Der Jihan, auch liebe Grüße geht raus, aus dem Stream, der hat nämlich mitgefarmt und der hat in 4 Stunden ohne Doppeldrop-Handschuh hat er ca. 3600 Mundis gefarmt mit 55. Ergo ist es eigentlich schon lohnend, wenn man denn auf 55 geht und nicht irgendwie auf 50, 35 oder ähnliches. Das werden wir natürlich ausgiebig testen, gar keine Frage. Ja, das werde ich dann natürlich auch wieder streamen. Jetzt steht auf jeden Fall am kommenden Wochenende auch ein weiterer Stream an. Und zwar am 19.11. werden wir wieder in einen 12-Stunden-Stream reingehen. Ich hoffe, ihr seid mit am Start. Ich würde mich freuen. Lasst ein Like da, lasst ein Kommi da für den Algorithmus. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Leute, das war's von mir. Dickes Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.